Du musst auf das Spit gehen, das Feuer drücken. Okay, das ist gut zu wissen. So. Safe. Yes. Sleep. So, ich schlafe jetzt mal drin, dass die Fledermäuse weg sind. Auf das Spit und dann E drücken. So geht's. Bucket Seawater. Okay, es hat es nicht geschafft, über Nacht fertig zu machen. Okay, das ist schön. So, Stick. Es regnet, wie schön. Tropf, tropf, kleiner Regen im April. Trieb, trapp, tropf, kleiner Regen. So. Wie schaut's aus? So, ich brauche ein paar Stickies gerade. Ich muss das Lagerfeuer wieder aufbauen. Also gut. Und stell mal einen anderen Eimer auf, der fängt Regen auf. Aha, okay. Machen wir gleich mal. Solange es noch regnet. Na komm. Zack. So. Den Eimer mal aufstellen. Ach ja. Bucket Fresh Water. Das geht ja schnell. So. Wie schaut's aus? Aha. Ja. Also gut. Trinken. Bringt das eigentlich was? Es bringt. Ja, ein bisschen was. Es bringt nicht viel, aber es bringt ein bisschen was. Na gut. So. Zack. Zack. Okay. So, dann sammeln wir noch ein paar Sachen ein. Hier da hinten müssten irgendwo die Palme jetzt sein. Huch. Wo bin ich? Da bin ich. Palmtopf. Zusammenhauen, dann gibt es erstmal ordentlich Blätter. Ich bin mal gespannt, was wir noch alles bauen können dann. Aha, die Kokosnuss kann ich nicht mitnehmen. Die trage ich jetzt einfach. Oder Moment mal. Achso. Ja, ist klar. Ah, okay. Da ist das rohe Fleisch. Das ist irgendwie, also das Inventar ist irgendwie noch ein bisschen buggy, glaube ich. Das funktioniert, glaube ich, noch nicht ganz so gut, wie die sich das vorstellen. Vor allem. Ich kann es nicht aus. Warum auch immer ich es nicht. Hä? So, wie schaut's aus? Okay. Small Meat. Aha. Ist total lustig. Ich glaube, das Inventar ist echt noch ein bisschen buggy, weil die Items sich witzigerweise irgendwie so halb stacken. Bucket Fresh Water. Toll. Okay, drei Striche haben wir jetzt. Wo ist denn einmal jetzt? Hä? Wie schaut's jetzt aus? Ja, sieht gut aus. So, den stellen wir da mal hin. Hold E to interact. Moment, machen wir das hier. Kann ich da noch was machen damit? Bestimmt, oder? Kann ich bestimmt auch Feuer draus machen. Na, geht da noch was? So ein kleines Feuerchen. Empty Campfire. Ah, das konnte mir nicht vorher sagen. Structures, Campfire. Kann ich das Holz irgendwie auffüllen? Empty Campfire. Ja, kann ich da irgendwie.
Ah, okay, ich muss so Holz danach legen einfach immer. Okay, jetzt habe ich es gecheckt. Okay. Oh, das ist echt... Also wenn man Stranded Deep nicht kennt und dann einfach reingeschmissen wird am Anfang, man braucht ein bisschen, bis man reinkommt. Es schließt sich nicht ganz so schnell. Man braucht wirklich ein paar Minuten, bis man das einigermaßen hinkriegt. Okay. Also da braucht man echt ein paar Minuten. So. Kann ich das jetzt hinstellen, ohne dass der Eimer umfällt? Ich bin begeistert, er hat es geschafft. Empty drinkable coconut. Wie schaut's aus? Okay, das sieht gut aus. Das Fleisch packen wir mal dahin. Das liegt da bestimmt ganz gut, das passt da. Das Zeug schmeißen wir mal dahin. Zack. So, die Steine schmeißen wir hier hin. Machen wir einen schönen Steinhaufen. Hallo? Einen schönen Steinhaufen hier. Zack. Das ist eigentlich genau das Richtige von Cooper, das Spiel. Ich weiß schon, warum der Cooper das Spiel hat. Weil er da so Sachen so rumschieben kann und alles. Kann ich eigentlich Möwen töten? Geht das? Das geht! Ich dachte, ich probiere das einfach mal. Ich wusste nicht, dass das geht. Das ist ja geil. Okay, also das Spiel ist interessant. Auf jeden Fall. Die Frage ist, komme ich hier hoch? Naja. Palmen kann raufklettern, aber bei Felsen, da wird es schwierig. Na, ja, Felsen kann ich wieder hochklettern. Oh, doch, ich komme hoch. Geil. So, ist hier irgendwas hier oben? Nein! Wo bin ich? Dass ich überall immer raufklettern muss, das ist echt schon. Ist auch ein Forest immer so. Ich muss überall immer raufklettern. Okay, aber ist nicht sehr spektakulär, um ehrlich zu sein. Ist eigentlich eher langweilig hier oben. Na gut, gehen wir wieder runter. Aber man kann draufklettern. Das ist schon mal gut zu wissen. Wenn da unten plötzlich irgendwelche wilden Tiere auftauchen, können wir raufklettern. Die Frage ist, komme ich jetzt hier runter, ohne dass ich mir die Haxen breche? Ja, es geht. Okay. Ich habe gerade echt Angst, dass ich mir irgendwie die Haxen oder irgendwas breche. Ich bin etwas geschädigt von... Hä? Wo ist meine Axt? Ich bin etwas von Long Dark geschädigt. So, wie schaut's da aus? Ist das jetzt mittlerweile fertig? Bucket Seawater. Das scheint ganz schön lange zu dauern. Vor allem, weil das komplett sinnlos hier eigentlich ist. Wo ist jetzt meine Axt? Wo habe ich die Axt hingelegt? Ach, hier. So, das tun wir mal weg. Ich fäll einfach mal ein paar Pelmchen jetzt hier. Erstmal, dass wir ein bisschen ein paar Stickies haben, ein paar Blätter haben. Dann müssen wir mal gucken, was wir noch alles bauen können hier. Vor allem würde mich mal interessieren, wie ich sinnvollerweise von hier jetzt auf eine andere Insel komme, ohne dass ich meine Orientierung verliere. Das würde mich mal interessieren. Und es ist ja dunkel gerade. Also ich sehe kaum was. Ihr auf YouTube dürftet auch fast nichts sehen. Ihr auf Twitch auch nicht, glaube ich. Das dürfte alles sehr dunkel sein. Das ist ein Sticky. Das ist auch ein Sticky. Nehmen wir auch mit natürlich, klar. So. So.
Zack, zack. Pine Tree. Okay, da gibt es auch noch Stickies raus. Ich suche jetzt mal grob die Insel ab, ob noch irgendwas ist, was ich mitnehmen kann. Dann bräuchte ich halt Sachen für Lashings noch. Luca! Okay, ich brauche eine Taschenlampe. Ach nee, die Yucca-Pflanzen geben wirklich so viel. Zack. Pine Tree. Okay, es ist stockfinster. Ich gehe mal schlafen. Ich müsste eigentlich gar nicht schlafen. Aber der Mond, das sieht schon auch sehr geil aus. Das Spiel sieht schon... Dann ist noch eine andere Insel im Übrigen. Aber das Spiel, muss man sagen, es sieht sehr, sehr geil aus. Die Frage ist mit dem Seawater hier, ob das überhaupt irgendwas bringt, dass ich das hier gerade koche. Ich habe keine Ahnung. Halt. Safe. So. Das Zeug hier schmeißen wir mal dahin. Zack. Die Palmenblätter. Kommen daher. Steinchen. Ist ja nur einer. Okay, so, Wooden Stick. Wo habe ich die hingelegt? Ich hätte, glaube ich, keine Sticks mehr, ne? Dann legen wir die Sticks mal hier hin. So, wir versuchen es mal... Ja, so viel zum Thema. Wir versuchen es mal ansatzweise zu sortieren, das Ganze. Zack. So. Das Ding jetzt hier, kann ich das kaputt schlagen eigentlich? Kriegt er zufällig Holz raus oder was ist das? Ich kann es hochheben zumindest. Ich probiere einfach mal drauf zu schlagen. Mal schauen, was passiert. Aha, das sind Stickies. Okay. Gut zu wissen. Okay, Driftwood, Woodstick. Okay. So, Crafting-Menü. Was kann man eigentlich alles bauen hier? Wir können uns einen Hammer bauen. Aha. Smoker. Dafür brauchen wir ein normales Fire Pit einfach. Okay. Dann machen wir folgendes. Wir haben jetzt hier einmal das Dingens. Das machen wir ein bisschen abseits. Zack. Fire Pit brauchen wir 3 Steine. Die nehmen wir schnell mit. 1, 2, 3. So, dann machen wir Structures. Fire Pit. Hallo, zack. So, dann haben wir das. Und jetzt brauchen wir Structures. Und dann können wir hier einen Smoker machen. Dafür brauchen wir ein Lashing und 3 Sticks. Tools. Okay. Dann brauchen wir Leaves. 1, 2, 3, 4. Und wir brauchen 3 Sticks. 1, 2, 3. So. Nein. So, Tools. Lashing. Zack. Halt, Structures. Smoker. Ich habe doch Woodsticks dabei. Ach, das ist Driftwood. Okay. Driftwood sind nicht gleich Sticks. Ist gut zu wissen. Zack. Zack. 1, 2, 3. Genau 3 Stück noch übrig. Als wäre es abgezählt. Als wäre es abgezählt. So, Smoker. Okay. Ich muss das Fleisch auch braten natürlich, sonst geht's kaputt. Das ist gut zu wissen. Geht das jetzt so? Okay, das mit dem Inventar und Crafting-Menü und alles, das muss ich echt noch ein bisschen lernen. Das ist nämlich echt ungewohnt. So.
Gut, wir machen mal Feuer. So, wie schaut's aus? Wir haben ein bisschen Hunger. Jetzt meine Frage, kann ich das Beult hier? Ich lege das mal extra ganz nach hinten. So. Spoiled Small Meat. Ah, okay, okay. Das Fleisch geht, das gekochte Fleisch geht natürlich auch kaputt. Ist klar. Immer so aus Neugier. Okay, man verliert Man verliert dann die Nahrung gleich wieder. Das ist gut zu wissen. So, wir bräuchten immer noch was zu trinken. Wie schaut's hier aus? Bucket Seawater. Das bringt irgendwie gar nichts. Distillery, was brauchen wir dafür? Lashings brauchen wir einen ganzen Haufen dafür. Kriege ich halt ansatzweise nicht raus, die ganzen Lashings. Das wird halt schwierig. Es ist schon sehr teuer vom Craften her, finde ich. Also ich finde, es ist sehr, sehr teuer, da die Lashings dann zu machen und. Weil du hast ja nur begrenzte Ressourcen auf den Inseln und klar, du musst zu den anderen Inseln hin und her paddeln. Aber die Frage ist halt so ein bisschen, wie viele Inseln es A gibt und zum Zweiten, wie du halt wieder hierher zurückfindest. Das ist so die spannende Frage eigentlich, die ich mir stelle. Also zum Beispiel die erste Insel, wo wir waren, keine Ahnung, die werde ich nie wiederfinden. Vor allem für die Destillerie 5 Lashings. Ist halt die Frage, wie das halt dann funktioniert. Ob ich da einfach dann das Wasser reinkippe oder wie das halt funktioniert dann. Oh, hab ich noch was übersehen. Ich würde eigentlich mal schlafen, ne? Dass man ein bisschen was sieht auch wieder. Das ist extrem finster hier. Ich glaube, ich habe hier alle Yucca und Small Palm Trees. Die habe ich, glaube ich, alle eingesammelt. Pine Tree, da gibt es bloß Stickies raus. Das brauche ich jetzt erstmal nicht. Hombala, 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 hombala. Hombala, 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 hombala. Hombala, 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 hombala. So. Haben wir noch Kokosnüsse zufällig? Ich habe Durst. Hä? Smoked small weed. Weed, ja. Das bringt sehr viel, muss ich sagen. So. Was? Geht das? Und... Whee! Ich habe keine Ahnung. Ist, glaube ich, sehr weit geflogen. Ich habe nicht mehr die richtige Richtung gefunden, wo ich es hin hatte. So. Ach nee, für die Krab brauche ich ja das Messer, ne? So. Zack. Also es ist schon sehr, sehr cool gemacht. Das muss man echt sagen. Weil du halt verschieden interagieren musst, also Spiel, du musst schon ein bisschen was machen bei dem Spiel. Das finde ich schon sehr geil.